Ja, herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von Wing Commander Saga. Und ja, ich würde mal sagen, rein ins Getümmel hier. Uhr läuft. A recon flight from the Hell's Archers achieved the complete scan of the Kilrathi fleet. We've identified 2 heavy carriers, 5 cruisers, 8 destroyers, 4 corvettes and 4 troop transports. We can assume this is an invasion force, and complete control of the Vega system is their goal. With the loss of Fort Crockett, we can also assume the Kilrathi's next plans are to directly attack the main human city on Vega Prime. But the Kilrathi task force hasn't set a direct course to Vega Prime yet, and Intel has ascertained why. They don't yet have enough troops to take the planet. The Hell's Archers recorded the jump transits of another convoy of trooper transports into the system. The convoy is escorted by a unit of heavy fighters and is only hours from rendezvousing with the Kilrathi fleet. Even though we haven't received any response from HQ about reinforcements, we will commence a preemptive raid on the convoy before they hook up with their carriers. If we can wipe out this convoy, we can seriously hinder the Kilrathi's ability to take Vega Prime outright. The Bloodhounds and the Mudsharks will be working together for this mission. Phalanx will be the leader of Alpha Flight and will be in command of this strike. You are to engage any fighter escort, while the Thunderbolts and Bravo, led by Psychopath, will attack the convoy. Dismissed. Okay. Also, Jäger kill. Okay, wie ist das eigentlich hier mit dem... Wird das in der Aufnahme angezeigt? Sieht nicht so aus, das ist schön. Ich habe das OSD hier oben rechts vom RTSS. Ah. Dann mal ran an die Buletten. Alpha and Bravo Flight, you are cleared for takeoff. Starterlaubnis. Ja. Meinen Abgetti-Reise hier. RTSS funktioniert lustigerweise nicht, zeigt mir nur eine 2 an, aber okay. So, Glide habe ich ja mit der Hellcat nicht. Gott, ey. Ich fliege wieder so gut hier. Ja. Oh shit. Ja, das geht ja gut los, ja. Oh, habe ich nochmal den Target gewechselt, okay. Die gehen aber gut ab, die Jungs, ja. Junge, Junge. Ja, und mit so viel Schaden, ich weiß ja nicht. Ich mach mal einen Neustart. Das kann ich mir, glaube ich, erlauben. Ich meine, eigentlich bin ich so übel ja nicht, ja. Hab nur schon länger nicht mehr gespielt und muss mal eben nach der Steuerung halt gucken, ne? Ja komm, hau rein. Alpha, we're going to be in 2 elements. Grey Wolf, listen to me. Dawn, listen to Sandman. Everyone, let's punch it. Proceed to next waypoint. Yo, let's punch it.
Es geht der RTSS lustigerweise. Sieht jedenfalls so aus. Oh, dann zeig mal her die Boogies. Ja, ja. Erwischt er mich, ne? Irgendwie habe ich hier die verkehrte Herangehensweise. Ich lasse das mal so stehen einfach. Rakete verschwendet, Mist. Aber gut, was soll's. Ziehen wir das hier mal einfach weiter durch. Vectors, jede Menge Vectors, okay. Jetzt wird's richtig interessant hier. Denn die Dinger haben einiges auf dem Kasten hier. Den habe ich. Next one. Den habe ich wohl erwischt, nehme ich an. Ja, 4 Abschüsse ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, sie haben eventuell so ein dezentes Problem bei der Hermes. Später hier. Kann sein, dass es das ist hier, woran ich mich erinnere. Kann aber sein, dass ich mich täusche. Und ich habe meine ganzen Raketen verballert. Na gut, schauen wir mal. Ob das in die Hose geht hier? Ich weiß ja nicht. Wir sollen auf die Jäger gehen, das machen wir. Schon. Der ist hinüber. Der bleibt einfach so stehen, ist auch gut, den nehmen wir mit.
machen wir noch glatt. Erinnert mich ein bisschen auch an eine Mission aus WC3 hier. Da waren auch ganz viele von den Dingern hier, wo man da mit der Excalibur drauf ist. Also das hat ziemlich viel von Wing Commander 3. So von der Nachahmung her. Triebwerke waren immer eine gute Idee hier eigentlich, ne? Schön draufhalten. Und die Dinger zerstören. Da ist ein Torpedo unterwegs. Bumm. Jo. Okay, da sollen wir nochmal abchecken, was da los ist. Dann gucken wir nochmal nach. Ja. Unsere Jungs, okay. Da wurde auch kräftig abgeschossen, okay. Das ist natürlich cool. Ordentlichen Rückschlag hier anscheinend gegen die Kirasi. Oh. Kann ja mal gucken, ob ich meine Wing Commander 3 Missionen finde. Wo ich immer meine, dass mich das dann daran erinnert. Optisch auch und so. Vom Konzept der Mission her so ein bisschen. Bisschen sehr. Dann ist das besser nachvollziehbar, kann man sich das auch mal nochmal angucken. Und ja, verlinkt das dann einfach mal in die Videobeschreibung. Ja, bis dahin. Beenden wir diese Mission hier. Congratulations, gentlemen. You may have single-handedly warded off a full-scale planetary invasion. Thanks to you, 5,000 Kilrathi troops can cross making Vega Prime their own personal litter box off their list of things to do before they die. Now that we have some support, we have a chance to turn this entire cat invasion plan on its ear. Sandman,
What happened to Dawn was not your fault, it was hers. She disobeyed your orders and she paid the price. Keep this in mind for the future. As a wing leader, you have authority over your charges. But once you fly subordinate to someone else, you obey your orders to the letter. Don't get too comfortable. With the Bradshaw now in the system, expect big things to take place quickly. Dismissed. Dismissed. Oh, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part von Wing Commander Saga und verabschiede mich hiermit.